Grau und mit ein paar Schneeflocken verabschiedet sich der Januar nun auch im westlichen Deutschland winterlich. In den nordöstlichen Landesteilen hat sich dagegen schon trockene, aber sehr kalte Luft durchgesetzt. Dort erstarren die ersten Binnengewässer bereits zu Eis. Im Lauf der Woche verschärft sich das Frostwetter im ganzen Land, sodass die Eisdecken rasch dicker werden. Trotzdem sollten sie zunächst noch nicht betreten werden. Erst nach mehreren Nächten mit strengem Frost ist das Eis voraussichtlich dick genug, um auch wirklich tragfähig zu sein. Aber auch fürs Auge hat die erstarrende Natur jetzt viel zu bieten und entschädigt so für die eisigen Temperaturen. Und ein baldiges Ende der hochwinterlichen Kältewelle ist derzeit noch nicht absehbar.